So, die andere Quest ist irgendwo da oben. Drei Kilometer weit hochrennen. Servus. Wer seid ihr? Wen sucht ihr? Gerber Ruin sagte, ich soll mit euch über den Beitritt zu Farmplatz Dornen sprechen. Es ist die Pflicht von Gerberuin, diejenigen zu uns zu schicken, die unseren Ansprüchen gewachsen sind. Sie nimmt ihre Aufgabe nicht auf die leichte Schulter. Wisst, dass dies der Wald von Farnblatt ist und wir seine Dornen sind. Wenn ihr euch uns anschließen wollt, müsst ihr uns Respekt zollen. Wer ist Farnblatt? Farnblatt ist einer der ersten Bäume von Gradwald. Er wurde von Yffre selbst gepflanzt. Farnblatts Dornen haben geschworen, Farnblatt vor einem Feind zu schützen, den wir den Außenseiter nennen. Und wir nehmen jeden bei uns auf, der dem Pfad des Jägers folgen will. Wer ist der Außenseiter? Ihr seid aber neugierig, hm? Dieses jo. Wissen gebührt nur Farnblatts Dornen allein. Mhm. Falls ihr jedoch Interesse haben solltet, uns beizutreten... Erzählt mir mehr. Nicht jeder ist dafür gemacht, einer von Farnblatts Dornen zu werden. Mhm. Wir widmen unser Leben dem Studium der Beziehung zwischen Jäger und Beute, um geübte Jäger zu werden und, noch vor allem anderen, Farnblatt zu verteidigen. Viele, die sich unseren Prüfungen stellen, finden den Tod. Was bringen diese Prüfungen mit sich? Die erste Prüfung der Dornen ist das Zuhören. Jeder Meister hat eine Lektion über die Jagd zu lehren. Das sind die Regeln, nach denen die Dornen leben. Sich vom Fleisch zu nähren, der Natur keinen Schaden zuzufügen und Farnblatt mit unserem Leben zu verteidigen. Ist das alles? Ein Schritt nach dem anderen. Besucht die drei Schreine, Schlange, Wolf und Tiger. Mhm. Entzündet die Feuerschale in jedem der Schreine und lauscht den Meistern. Falls ihr danach immer noch ein Dorn werden möchtet, kehrt ihr zu mir zurück und ich erkläre euch die nächste Prüfung. Ich werde die Schreine besuchen und mir anhören, was die Meister zu sagen haben. Sich Farnblatts Dornen anzuschließen, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Viele sind bei den Prüfungen gestorben und es gibt immer die Gefahr des Außenseiters. Mhm. Alles klar. Autsch. Huch. Das Schicksal verhöhnt mich. Ich bin die Schlange. Ich verberge mich im hohen Gras. Und schnappe meine Beute schnell wie der Blitz. Ich bin listig, flink und wild. Seht so, meine Beute sieht mich nicht kommen, bis es zu spät ist. Oh, armer Wolf. Täuschen und zuschlagen. Der Weg der Schlange ist verdunkelt und berechnend. Nein, nicht mein Weg. Mein Vetter hat mit Thelinger in Etzduin studiert. Vielen Dank für alles, was ihr dort getan habt. Ich bin der Tiger. Ich wende pure Gewalt an, um meine Beute zu erlegen. Ich bin stark, stolz und Furcht. Ich trete meiner Beute direkt gegenüber und hole zu einem wilden Todesschlag aus. Benutzt überlegene Stärke, um eure Beute zu besiegen. Dominanz ist der Weg des Tigers. Vergesst das nicht. Ja, ja, okay. Und jetzt der Wolf. Ich bin der Wolf. Ich heule und das Rudel antwortet. Wir jagen gemeinsam mit scharfem Gebiss und hungrig. Durch unsere Zusammenarbeit erledigen wir auch den zähesten Widersacher.
Jagd im Rudel. Der Weg des Wolfes ist die Stärke der Gruppe. Denkt daran. Mhm. Warum noch weitermachen? Also habt ihr die Meister sprechen hören. Schlange, Tiger, Wolf. Ja. Dies sind die Geister der Jagd. Jeder Dorn huldigt einer Qualität eines dieser Geister. Seid ihr noch daran interessiert, euch den Dornen anzuschließen? Ja, ich möchte ein Dorn werden. Die nächste Prüfung ist nicht so einfach. Sie verlangt völlige Hingabe, und zwar körperlicher wie geistiger Art. Geht in die Froschhöhle unweit der Küste. Eine seltene Art roter Frösche, der Falinesti-Glotzfrosch, lebt dort im Schilf. Mhm. Fangt einen und esst ihn. Ich muss einen Frosch essen? Ja, und er muss lebend verspeist werden. Der Frosch wird euch erlauben, den Wald so zu sehen, wie ihr ihn noch nie zuvor gesehen habt. Sobald eure Reise... Ich glaube, so möchte ich den Wald auch nicht sehen. ...des Waldes euch führen. In Ordnung. Wenn ich den roten Frosch fange, schlucke ich ihn lebend hinunter. Sorgt euch nicht, wenn sich die Welt um euch zu verändern scheint. Es ist eine Eigenschaft des Falinesti-Glotzfroschs, die wahre Natur des Waldes zu offenbaren. Aber seid vorsichtig. Die wahre Natur des Waldes kann tödlich sein. Okay. Fangt ein, Falinesti Glotzfrosch. Nom nom Froschi. Oh, ja, armes Froschilein. Armes Froschi. Also ich bin jetzt nicht so scharf auf Frösche essen. Da ist er. Okay. Ich möchte aber vorher das Buch haben. Und jetzt. Boah. Voll wie ich jetzt am Aufschreien bin. Nicht mit mir, meine Freunde. Nein, danke. Habt keine Angst. Oh Gott. Ich sehe Dinge. Sorgt euch nicht. Ich bin ein Freund. Echt? Die Verwirrung, die ihr spürt. Sicher? Ist normal. Sicher? Sie wird vergehen. Meinen Sie? Es ist eine Weile her, seit Glaras jemanden hergeschickt hat. Sie ist vorsichtiger, seit der junge Eringor fast gestorben wäre. Kennt ihr Glaras? Glaras und so viele andere vor ihr. Dieser Ort war noch jung, als ich aus den Zweigen Farnblatts geschnitten und mir Leben eingehaucht wurde. Wie geht es euch? Seid ihr bereit, weiterzumachen? Bin bereit. Was mache ich jetzt? Nun wird es Zeit für euch, mit Farnblatt zu sprechen. Nur er kann beurteilen, ob ihr es wert seid, ihm als einer seiner Dornen zu dienen. Mhm. Sucht ihn in der Mitte des Hains auf. Wenn er es so muss will, ich? Dann werden wir uns wiedersehen. Muss ich? Okay. Sucht Farnblatt. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja, Mensch, der hat aber eine tolle Nase. Und ein Bart. Ein tiefes Grollen kommt aus dem Baum, wie ein Schnarchen. Entschuldigt mich, seid ihr Farnblatt?
Was? Ihr werdet etwas lauter sprechen müssen. Mein Gehör ist nicht mehr das, was es mal war. Und auch damals war es schon nicht besonders gut. Hm. Keine Ohren, versteht ihr? Ich möchte Farmplatz Dornen beitreten. Oho, den Dornen, sagt ihr? Die Dornen tragen mein Herz in sich. Sie beschützen es mit ihrem Leben. Sie geben viel, um einen Baum zu beschützen. Und noch dazu einen so alten wie mich. Sagt mir, warum ihr meinen Dornen beitreten wollt. Ich suche immer nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Gut, gut. Ich glaube, ihr werdet feststellen, dass dieser Wald voller neuer Dinge ist, die es zu entdecken gilt. Ihr habt bestimmt noch nie einen Frosch gegessen und dann plötzlich vor einem sprechenden Baum gestanden, oder? Natürlich sind nicht alle Dinge, die ihr hier findet, ungefährlich. Seid ihr dafür gewappnet? Das bin ich. Sehr gut. Ich gehe davon aus, dass Glaras euch von den Geistern der Jagd erzählt hat. Ja. Als erstes müsst ihr entscheiden, was am besten zu euch passt. Die finstere Zwiebel. Ja, ich hab's befürchtet. Schlange, die grimmige Entschlossenheit des Tigers. Oder die unerschütterliche Treue des Wolfs. Also Schlange, nope. No way. Kein Schlangenkramsgedöns, never. Gnadenlos und stark pirscht sich der Tiger unermüdlich an seine Beute an. Tiger. Und überwältigt sie ohne Zögern, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Beute des Tigers ist die Schlange. Wenn ihr wie der Tiger sein wollt, dann müsst ihr seine Beute jagen. Kitty ist treu wieder voll. Na. Ich sage immer Tiger. Also gut, hierbei weiß ich es nicht, aber immer Katze. Das heißt, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich jetzt hin. Ich habe halt geschwankt zwischen Wolf und Tiger. Aber der Tiger passt besser. Oh Gott, ich habe erstmal alle Gegner der Gegend dann gelockt. Nächster. So. Wir werden mal gucken, was ich noch für Reittiere habe. Ich habe so viele verschiedene Reittiere mittlerweile. WB Markus. Farmblatt ist zufrieden, aber echt? Ihr seid noch nicht fertig. Jeder Jäger ist auch die Beute eines anderen Jägers. Wolf jagt Tiger, Tiger jagt Schlange und Schlange jagt Wolf. Es reicht nicht, eure Beute zu jagen. Ihr müsst euch auch als stärker als eure Jäger erweisen. Muss das sein? Wenn Markus kürzer ist.
Manchmal ist das halt einfacher, wenn man gerade konzentriert ist. Wenn ihr das andere lieber, sag ich auch gern das. Also sag ich gern auch den anderen Namen. Aber es ist halt einfacher, wenn ich ne, gerade spiele und es dann nur aus dem Augenwinkeln sehe. Das ist dann meist einfacher. Stell dich dem Wolf. Oh. Wie mache ich das? Der Schein eures Geistertiers liegt am Waldrand. Entzündet die Feuerschale. Und jetzt gegen Kitty kämpfen. Wird erscheinen. Seid gewappnet. Genau wie ihr eurer Beute nach okay. Habt, wie gesagt, ich mache immer das, was gerade für mich in dem Moment am kürzesten ist. Tödlichem Geschick nachstellen. Sobald ihr fertig seid, kehrt ihr nach Farmblatt zurück. Jo. Was? Nützlich, wenn ich dann dein Gegner wäre. Ja, deswegen ja. Das wäre halt richtig cool. Aber ist leider nicht so, glaube ich. Du bist nämlich ganz woanders gerade. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach nur, wenn es gerade, ich sag jetzt mal, schnell gehen muss. Bevor ich es vergesse, nehme ich lieber das, was am kürzesten ist. Wenn ich weiß, dass ich zwei Namen zur Auswahl habe. Weil meistens drehe ich mich dann ja immer zur Seite und lese dann erstmal direkt. Wenn ich so aus dem Augenwinkel sehe, ich die Person kenne, dann ist das einfacher. Sein, du bestehst darauf, dann. Gewöhne ich es mir an. Dann versuche ich es. Einhändig, schwer, brauche ich alles nicht. Komm, hier mein Pferdchen. Passt gerade zu der Umgebung. Komische Geisterwelt, Geisterpferd. Okay. Es hätte ja sein können. No, ist das nicht ein schönes Tier? Also, was sie können, sind Tiere. Das ist so ein schönes Tier. Oh mein Gott. Jetzt liebe Katzen. Brauchen wir Katzen-Mounts? Ihr habt eure Beute verfolgt und euch eurem Verfolger gestellt. Ihr seid fast bereit, ein Dorn zu werden. Eine letzte Prüfung bleibt. Was ist die letzte Prüfung? Wie ich schon zuvor sagte, sind die Dornen meine Wächter. Sie beschützen mein Herz vor dem Außenseiter, einem Feind, der mein Herz um jeden Preis stehlen will. Was ist der Außenseiter? Ihr seid der Außenseiter. Eure letzte Prüfung ist es, meinen Stamm zu betreten und die Flamme meines Herzens zu berühren. Die Meister werden euch bei jedem Schritt bekämpfen. Und nur indem ihr sie besiegt, könnt ihr euch als würdig erweisen, einer von ihnen zu werden. Wartet, ich bin der Außenseiter? Ihr habt gesehen, wie der Jäger stets auch der Gejagte ist. Auf ähnliche Weise beginnt auch jeder Dorn seinen Weg als Außenseiter, als Fremder, der nicht dazugehört. Nur indem ihr sterbt oder die letzte Prüfung besteht und den Dornen beitretet, wird der Außenseiter besiegt. Seid ihr bereit? Muss ich ja, ne? Bin bereit. Diesen Ort. Ihr seid hier nicht willkommen. Okay, auch nichts, was ich brauche. Ich muss ja jetzt so ein bisschen mit meinem... Huch.
beim Inventar haushalten. An mir kommt ihr nicht vorbei, Außenseiterin. Außenseiterin. Das Einzige, was zählt, ist Farnblatts Überleben. Wo liegt da eigentlich eine tote Schlange? Die Flamme meines Herzens brennt nun in euch. Tragt sie mit Ehre und beschützt meinen Wald mit Stolz. Ich werde euch jetzt zu Claras zurückbringen. Mhm. Nein. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Hallo, Glas. Ihr seid also zurückgekehrt. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Habt ihr mit Farnblatt gesprochen? Ich habe meine Beute gejagt, mich meinem Raubtier gestellt, mir eine Flamme aus dem Herzen Farnblatts genommen. Die Vision ist zwar für jeden ein wenig anders. Doch wir alle müssen das Herz nehmen und in die Rolle des Außenseiters schlüpfen. Ihr wart nicht länger der Außenseiter, als ihr euch als stark genug erwiesen habt, die Meister zu besiegen, und Farnblatt bot euch sein Herz an. Was ist mit den Meistern der Dornen geschehen? Die Meister, gegen die ihr gekämpft habt, waren nur Illusionen, doch sie standen der Kampfkraft ihrer Vorbilder in nichts nach. Sagt mir, welches Geistertier habt ihr gewählt? Den Tiger. Geht zum Schrein des Tigers. Betet an der Feuerschale und erhaltet den Segen von Farnblatts Dornen. Mhm. Kehrt danach für den letzten Aufnahmeritus zu mir zurück. Okay. Genau, mach sauber hier. Wie machst du das? Ihr habt den Segen. Gut. Dann begrüße ich euch mit offenen Armen in unserer Familie, Farnblatts Dornen. Möget ihr bei all euren Jagden erfolgreich sein und möge der große Baum euch mit seinen blättrigen Ästen Schatten spenden. Hab Dank. Ihr könnt hierher zurückkehren, so oft ihr wollt. Und überall dort, wo ihr einen Schrein des Tigers seht, könnt ihr Farnblatts Segen erhalten. Meine Glückwünsche, meine Freundin. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auf Bogen wechseln soll. Also, auf Zweitwaffe meine ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wobei, es geht doch mit zwei Schwertern, ne? Können auch mit zwei Einhandschwertern kämpfen. Kitty, da fliegt was um dich rum. Weißt du das? Da fliegen ein paar Krähen um dich rum. Ne? Also. Ist das normal? was für Klassen gibt es in dem Spiel? Es gibt den normalen Magier. Also, ne? Macht halt Eis- und Feuerzauber. Es gibt den Schurken. Ja, halt quasi Dieb. Es gibt den Hüter, der läuft bei Pets rum. Ich glaube, einen Bär gibt's. Ich glaube, eine Katze und noch irgendwas anderes. Den Drachenritter gibt es. Halt rein Kämpfer. Hat, glaube ich, aber Feuerfertigkeiten. Dann Templer, was ich bin. Ist halt quasi
Oder man kann ihn als Heiler, als Tank, aber auch als CD spielen. Und dann gibt es noch, wie heißt die Klasse? Nekromant. Also Totenbeschwörer quasi. Ich glaube, das waren alle. Meine ich. Wissen tue ich es nicht. Aber ich meine, es waren alle. Ah je. Mein Stuhl sich gerade synchronisiert. Ich glaube, mein Schatz muss mir nachher meinen Stuhl wieder festdrehen. Ich habe leider gerade keinen Schraubenzieher hier. Eieiei. Jetzt habe ich bald auf der linken Seite keine Lehne mehr. Mal gucken. Ja, das weiß ich. Das ist gut, Kitty. Das ist gut. Schatzkarte. Komm, nehmen wir Schatzkarte Auridon. So. Dann Fertigkeitspunkte 2. Unerschrocken, Diebesgilde. Schnell vergessen. Gegenstände bei Helan. Nachtsicht. Wie kostet 100 Euro? Kommt drauf an, welche Version du dir holen willst. Also 100 Euro glaube ich ja weniger. Also zumindest nicht die normale. Zwanzig Euro zumindest am PC. Die normale. PS4 dürfte da nicht großartig. Das wird wohl die Komplett-Edition sein mit allem. Weil ich habe damals für meine auch nur 20 bezahlt. Warte mal. Shop. PS4. Also, da ist es günstiger, dir dann lieber ein Abo dafür zu holen. Außerdem hast du, wenn du... ESO Online. Du hast, wenn du dir die normale kaufst, hast du, glaube ich, allein da schon... 3 Addons mit drin. Also wenn du dir das wenn du dir das Base Game kaufst für 20 Euro, hast du das allererste Addon mit drin, Morrowind. Und das reicht tatsächlich erstmal, also so insgesamt. Weil alleine für das Grundspiel wie für Morrowind, da bist du schon einige Stunden dabei. Da bist du einige Stunden dabei. Wobei ich tatsächlich nur... Was heißt nur? Ich sehe eine für 90 Euro. Das ist die Super Collection da. Kapitel Hai-Al, alle vorherigen Kapitel und 10 Inhalte. Das Urnock, Sendchen, Monturstil, Andenken, Visionspaket. Da brauchst du alles gar nicht. Brauchst du alles gar nicht. Da ist es tatsächlich sinnvoller, die normale Collector's Edition zu nehmen, die auf 46 reduziert ist, mit dem neuesten Kapitel und allen vorherigen. Selbst das ist halt einfach, also sinnvoller. Also. Ja. Ich würde es nicht gleich übertreiben. Allein, wenn einem das Spiel nicht zusagen sollte, wären es 100 Euro oder 90 Euro in den Sand gesetzt. Also, ich rate dir erstmal dazu, dir das normale Basisspiel zu holen. Mit dem Hauptspiel und dem Kapitel Morrowind.
Also das Ding für 20. Da rate ich dir zu. Bevor du ein Spiel kaufst, was du entweder nicht spielst oder wenig spielst oder es dir nicht zusagt, dann hast du da deine 100 Euro ausgegeben für ein Spiel, was du wahrscheinlich gar nicht spielst. Aufrüsten kannst du danach immer noch durch Kron. Oder selbst wenn du dir das Basisspiel holst, sagen wir, das neueste Addon kommt oder das nächste Addon kommt raus. Wenn allein mit dem Kauf des nächsten Addons, was du dann hast, kriegst du sowieso alle anderen. Meine ich. Zumindest war das bei mir bei dem einen so. Da hatte ich mir, ich glaube, damals Somerset gekauft und ich hatte Morrowind mit dazu gekriegt. Also. Ich rate dir ab von der Collector's Edition. Ich rate dir da ganz gewaltig von ab. Das ist eine Stange Geld dafür. Aber kann ich es eh leider nicht, weil ich noch nichts habe. Ich würde es mir an deiner Stelle erstmal überlegen. Und dann lieber die Version für 20 holen. Allein mit der Version hast du, wenn du dir nur das Grundspiel holst, plus Morrowind. Grundspiel, du hast halt deine drei Fraktionen. Du hast Auridon, du hast Gradwald, Grünschatten, Malabar Tor, Schnittermark müsste auch noch mit drin sein. Goldküste weiß ich nicht, könnte aber auch mit drin sein. Hier oben hättest du Glenumbra auf jeden Fall, Kluftspitze, das ist Sturmhafen hättest du. Wrotka weiß ich tatsächlich gar nicht. An der Kierwüste müsste, glaube ich, auch mit drin sein. Also hier oben hast du dann einige Gebiete. Hier hättest du dann auch mindestens 5 Gebiete. Weil du hier halt in Stein, bei Folien, Steinfälle und so weiter startest. Und dann hast du noch Vardenfell, also komplett Morrowind. Da hast du mindestens 500 bis 600 Stunden Spielzeit, wenn du alles machen willst. Also, ich habe bis jetzt ein einziges Addon durchgespielt. Ein einziges. Vor diesem Stream. Und ich bin bei 586 Stunden. Ja. 400 für das Addon und 100 mindestens mit dem hier schon. Weil ich hatte halt davor einen anderen Account. Also mit dem anderen Account hätte ich wahrscheinlich auch nochmal ein paar Stunden. Also das ist, du hast viel zu tun. Sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Also bevor du alles hast, spar dein Geld. Spar dein Geld. Oder die für 20. Das ist besser. Das ist einfach nur besser. So. Und jetzt bewundernswert, dass das immer nicht geht. Wenn ich das spiele, hast du am Anfang viel Zeit mit mir zu. Das Problem ist, gut, bei ESO ist es einfacher, mit Leuten mitzuspielen, die schon weiter sind. Das Problem ist, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich habe gar nicht so viel Zeit dafür. Wieso kann ich solche Sachen nicht löschen? Ich finde es witzig, dass meine Mods mehr Rechte haben als ich. Das ist unglaublich. Meine Mods hat mehr Rechte als ich als Streamerin. Egal. Passt schon. Wenn ich wünschte, ich hätte so viel Zeit, mit anderen Leuten zu spielen. Ich wünschte es. Ich bin froh, wenn ich im Streamer Zeit habe, die Spiele zu spielen, auf die ich gerade Bock habe. So. Hatten wir nicht noch eine andere Quest? Ein Gewand auf Seite. Und wo ist das? Ach, das ist da hinten.
Aber Crossplay ist PC und PS4. Nein, es gibt tatsächlich kein Crossplay. Aber ich hab's auch unter PS4. Ich hab das Spiel auch auf PS4. An der PS4 besitze ich das Grundspiel. Ich besitze Morrowind, Summersend, also diese Insel hier, und Elsweyr, also das hier. Mit, ich glaube, dem südlichen noch dazu. Also ich habe es auf PC wie auf Dingens. Aber es wäre halt nicht möglich, wenn ich streame und du würdest das spielen, es wäre nicht möglich, dass wir uns in-game sehen. Gibt kein Crossplay. Jetzt habe ich eine harte Entscheidung. Rennen wir dahin oder rennen wir dahin? Wir rennen erstmal dahin. Auch wenn ich Kitty eigentlich bei seiner Musik nicht unterbrechen möchte. Aber es geht weiter. Meinst du jetzt, um im Stream zu spielen? Du meinst jetzt privat? Da geht's auch gleich rein. Genießt unsere Verlockungen. Es tut mir furchtbar leid, dass sie im Moment so begrenzt sind. Wo liegt denn das Problem? Ich habe meine Artisten überzeugt, hierher zu kommen, um ein wenig hochelfische Kultur in diese Lande zu tragen. Wir bringen einen Teil von Sommersend nach Gradwald, versteht ihr? Aber die dressierten Käfer sind krank, die Vorräte unserer Magierin sind verschwunden und die Mähren unseres Geschichtenerzählers sind beim Publikum durchgefallen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen, ich kann keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das bei einem MMO gehen würde, ne? Selbst wenn, wie gesagt, ich habe damit halt überhaupt keine Ahnung, weil in der PS4 spiele ich halt wirklich nur privat. Wie gesagt, im Stream würde ich das halt sowieso nicht machen. Im Stream würde ich das sowieso nicht machen. Bringt halt auch nichts. Dann würdest du ja wieder von vorne anfangen. Und wie gesagt, privat habe ich halt einfach so gut wie gar keine Zeit zum Spielen. Also privat bin ich halt... Ich habe die Konsole an, um Filme zu gucken. Spielen meistens, wenn ich krank bin. Also das ist halt selten. Ich habe ja auch FF14 auf der Konsole, aber ich habe kein Abo für FF14. Kann man dagegen denn gar nichts machen? Keiner von uns kennt dieses Anker. Genug, um no. Probleme Herr zu werden. Jetzt sind wir ein Zirkus, der nur noch einen Hellseher hat. Hurra! Ich bin gern bereit, jedem Unterstützer bei der Ausrichtung einer Schau. Ich habe in den nächsten Wochen keine Zeit Ich habe die nächsten Wochen leider keine Zeit. Wir können gerne mal drüber sprechen, aber ich habe in den nächsten Wochen keine Zeit. Es ist gerade einiges los privat. Ich bin froh, wenn ich meine Zeit zum Streamen finde. Und die Zeiten so einhalten kann, wie sie gerade sind.
Also ich... Spielen im Stream ist das eine, das kriegt man alles irgendwie hin. Privat ist gerade sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwie was zu spielen. Weil privat gibt es jetzt einige Änderungen und... Ne? Und heute Nacht im Stream ist auch schlecht, da ist es 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts werde ich nicht mehr ins Voice gehen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Meine Artisten können ihre Rückschläge am besten erklären. Cornar ist unser Käferdompteur, Norion ist unser Geschichtenerzähler und Vindare die Prachtvolle ist... nun, sie ist wunderbar. Ich muss sie so beschreiben, das steht in ihrem Vertrag. Ich werde dich fragen, was für sich ansteht. Da ist der Anker. Er kommt ja Gott sei Dank gleich wieder. Ich hoffe... Gibt es ja ein Buch? Ich suche nämlich noch nach Büchern. Da! Ah ne, das ist eine Bürste. Hier muss ich hin. Hallöchen. Ich hoffe, ihr seid nicht von weit her angereist, nur um Vindare die Prachtvolle zu sehen. Ich trete im Moment nicht auf. Meine Magie kann vor einem Publikum nicht sicher funktionieren. Die Sterne sind aus der Reihe getanzt. Sande meinte, ich soll mit euch über eure Probleme sprechen. Oh, hat sie das? Hat sie euch auch gesagt, dass sie versprochen hat, wir hätten das 10-fache an Einnahmen, wenn wir in diese götterverlassene Provinz kommen? Hat sie erwähnt, wie sie behauptete, der Versand meiner Vorräte hierher dürfte kein Problem sein? Ich werde schon wieder leicht müde. Dann leg dich doch hin, Kitty. Ihr habt Probleme beim Versand eurer Vorräte? Der Transport über See an sich war kein Problem. Doch bei der eigentlichen Auslieferung haperte es gewaltig. Meine Besitztümer kamen ohne Zwischenfälle an den Docks in Antwort an. Doch aufgrund der jüngsten Probleme in der Stadt weiß keiner, wann es wieder Lieferungen geben wird. Eure Vorräte stehen also an den Docks in Antwort herum? Soweit ich weiß, ja. Sie sind in der schönsten Truhe an den Docks. Wisst ihr, ich habe sie in Matisen eigens noch einmal von einem Maler nachlackieren lassen. Aber durch den Piratenangriff weiß niemand, wann die Lage in Antwort wieder stabil genug ist, um die ausstehenden Lieferungen abzuarbeiten. Was wäre, wenn ich eure Truhe besorge? Ich kann euch kaum darum bitten, dass ihr dieses schwere Monster den ganzen Weg hierher schleppt. Sie besteht aus dreifach verstärktem Stahl und ist innen fingerdick mit Blei ausgekleidet. So kann die Konkurrenz einen nicht so leicht ausspionieren. Ich brauche nur die Vorräte darin, aber natürlich nur, wenn ihr nichts dagegen hättet. Das macht mir nichts aus. Ich hole eure Vorräte zurück. Hi, Kitty. Dahin. Es tut mir leid, aber ich habe nichts zu sagen. Sande meinte, ihr hättet ein Problem. Das ist mein Problem. Ich habe diesen Leuten einfach buchstäblich nichts zu sagen. All meine Geschichten drehen sich um die erstaunlichen Taten von Hochelfen, die schon lange tot sind. Die oberste Regel meines Berufs ist es, immer sein Publikum zu kennen.
Und Gradwald ist kein Ort, um solche Geschichten zu erzählen. Welche Geschichten wollt ihr denn eigentlich erzählen? Ich hatte vor, in Tavernen und Bibliotheken Ausschau nach Waldelfengeschichten zu halten. Aber seitdem wir hier angekommen sind, höre ich nur von immer neuen Problemen in Gradwald. Der Wurmkult, Piraten, Waldelfenrebellen. Wenn es irgendwie geht, bleibe ich lieber in der Sicherheit des Zirkus. Wenn ihr hier nicht weg könnt, wie wollt ihr dann Geschichten finden? Die Waldelfen schreiben ihre Geschichten nur selten auf. Aber ich habe gehört, dass man in solchen Fällen den Gelehrten Glaurolin in der Magiergilde in Eldenwurz fragen soll. Falls ihr in diese Richtung unterwegs seid, würdet ihr ihn dann nach einem Buch fragen? Es kann meinetwegen sogar in altem Akaviri verfasst sein. Wirklich alles würde helfen. Werde schauen, was ich in Eldenwurz finden kann. Schaut sie euch an. Die Gliedmaßen so träge und die Kruste so schrecklich trüb. Wenn ihr die Schröter aufgezogen habt, seit sie Puppen waren, zerreißt es euch das Herz, sie so lustlos zu sehen. Was stimmt nicht mit euren Käfern? Sie haben Probleme mit dem örtlichen Gras. Deswegen habe ich sie auf eine reine Heu-Diät gesetzt. Und das Klima ist feuchter als das, was sie in Sommersend gewohnt sind. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, sie hätten Heimweh. No. Gibt es etwas, bei denen ich helfen könnte? Als sie noch kleiner waren, habe ich immer einige Schlammkrabbenaugen zu Paste zermahlen und sie damit als Leckerli gefüttert. Das würde ihnen sicher bessere Laune machen. Aber niemand hier verkauft Schlammkrabbenaugen und ich kann meine Schröter nicht dahin siechen lassen, wenn ich die Küste nach welchen absuche. Was wäre denn, wenn ich euch einige Schlammkrabbenaugen bringen würde? Ich stünde auf ewig in eurer Schuld, meine Freundin. Ein Dutzend würde wohl für alle reichen, wenn das geht. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sie etwas zermatscht sind, wenn ich sie bekomme. Spart mir etwas Arbeit. Ups. Wie viele Aufträge wollen sie kriegen? Ja. Die Marke ist schon länger aus Antwort. Ja, porte mich schnell hin. Porte ich mich fix hin. Kein Problem. Stallmeister. Ihr habt zugelassen, dass diese Frau diesen Arzt entfällt. Ich kümmere mich hier um die Stadt. Geschwindigkeit oder Tragkapazität? Na gut, das wäre nur um eins, ne?
Nein, mit dir möchte ich immer noch nicht reden. Doch, die Vorräte müssten da hinten ja sein, ne? Ich renne erstmal hin. Nee. Muss in die Richtung. Thank you.